Okay. So, dann, ja. Es gibt hier eigentlich nur eine Tür, wo es halt weitergehen kann. Mit der müssen wir es jetzt halt mal versuchen. Weil anders kann ich es mir echt nicht erklären. Ich kann es mir echt einfach anders nicht erklären. Deswegen gucken wir mal, dass das jetzt hier funktioniert. Oh, der Schimmelnebel. Geil, geil. So. Weil der Plan ist jetzt einfach, wenn das Vieh jetzt uns entgegenkommt, laufen wir durch. Wir... Ja. Das ist doch wieder Verarsche. Ich will mich ja nicht beklagen, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil... Ich habe jetzt einfach ein Monster erwartet, aber okay. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Nice, eine antike Münze. Wow. Geil. Hey. Nachtsichtgerät. Ja. Geil. Brauchen wir. Night Vision. Nachtsichtgerät. Dieses Gerät fügt dem Umbrella HMD-System Nachtsichtfunktionen zu. Das Gerät verwendet Bildverstärkung, um dem Nutzer eine bessere Sicht in der Umgebung mit geringem Lichteinfall zu ermöglichen. Es erlaubt dem Nutzer zudem, bestimmte Lichtstrahlen, wie etwa Infrarotstrahlen, zu sehen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Nice. Ach, das war's schon. Arzneispritze. Anti-Regenerations. Mit den Ramrods solltest du die weißen Varianten erledigen können. Gut. Antigenerationsmunition Ramrod. Diese Munition von Typ Ramrod für Rapid Acting Mycotoxic Recons bzw. rasch wirkende Myzid-toxische Kugeln. Oh mein Gott, diese Fachbegriffe! Wurden speziell für den Kampf gegen fungusbasierte Biowaffen entwickelt. Die Kugeln setzen bei Aufprall ein Toxin frei, das nicht nur rasch Zellenmembran von Fungi zerstört, sondern auch die Regeneration von verlorenen Gewebe verhindert. Ein Schuss allein genügt, um das Ziel auch durch herkömmliche Angriffe verwundbar zu machen. Was haben wir da jetzt getan? Haben wir jetzt gerade eine... Ja, wir haben gerade eine Heilspritze verballert. Okay. Flammengranaten. Da haben wir Flintenmunition, die wir irgendwie nur nie einsetzen können. Okay, das haben wir schon. Geht gut. Gewalt gegen Kisten. Ja.
Was? Was ist das? Achso, keine Stromversorgung. Warte mal. Dann gucken wir uns hier nochmal näher um. Hier können wir nichts. Hier war nichts. Oh. Moment. So. CMK. Babys! Es ist ekelhaft! Gott! Schimmelbabys! Nein! Why? Wow, ein Schuss? Oha, wie clever war das denn? Archiv der Pro. Und Lukas ist natürlich ein kleiner Bastard. Der hat, glaube ich, zu viel Sorge geguckt. Vater hätte nicht sein, ja. Vater hätte vielleicht seinen ganzen Kram mal wirklich auf die Veranda schmeißen sollen. Ach so. Ich hasse diesen Bastard. Thank you.
müssen uns da ja wohl umsehen nach einem anderen Weg. Bleib einfach liegen, okay? Nein! Ich hasse Pilze! Bah, jetzt stirb doch mal! Man muss jetzt sagen, wir haben jetzt einige Fortschritte hier gemacht, die wir auch gleich im Speicherstand halt festhalten wollen. Ja, also jetzt haben wir ja das Nachtsichtgerät, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch durch die blaue Tür. Wäre ich jetzt so ein bisschen höher. Deswegen. Ugh.
dicke Mops. Ach, Lukas, du kleiner Perversling, ey. Der hat so viel Zoll gesehen, der Bengel. Das schmeckt mir auch ein bisschen. Und jetzt sind wir von Saw auf James Bond gewechselt. Ich kenne doch meinen kleinen Bastard, ey. Alter, ich bin darauf nie gefasst, auf diese Scheißviecher. Ja. Yeah. Eine sollten wir uns auf jeden Fall für den Fettklops lassen. Das jetzt gemacht? Warum? Achso, deswegen. Lass mich raten. Moment. Bevor wir hier weitergehen, ne? Bauen wir uns das gerade richtig. Ja. Ja, super. Super Brain. Okay. Ach man, die Clownspuppe kennen wir doch.
Ah, Lukas! Sei doch mal originell in deinem Leben. Einmal. Sei es doch einmal in deinem Leben. Spritzen! Na, da geht's ja ganz richtig wieder raus. Aber wir haben jetzt den Clown-Schlüssel. Mit dem Clown-Schlüssel geht's jetzt an. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.